Griechische Kultur und der Hellenismus Durch die großen Eroberungen Alexander des Großen verbreitete sich im 4. Jahrhundert in großen Teilen Asiens und des Mittelmeerraums die griechische Kultur und damit die griechische Sprache, Wissenschaft, Literatur, Religion, Kunst und Lebensweise. Der kulturelle Einflussbereich der Griechen reichte um das Jahr 300 v. Chr. von ihren Kolonien mit Tochterstädten in Süditalien über Ägypten bis nach Afghanistan und Indien. Auch die Reiche der Karthager im heutigen Tunesien und vor allem jenes der Römer wurden stark durch die griechische Kultur beeinflusst. Diese damalige Verbreitung der griechischen Kultur bzw. des Griechendoms, der sogenannte Hellenismus, wird auch als Hellenisierung bezeichnet. Bekannte Beispiele griechischer Kultur sind unter anderem Bauwerke wie der Parthenon auf der Akropolis in Athen, Kunstwerke wie Vasen und die Heldensagen die See und der Ilias des Dichters Homer. Wissenschaftler und Philosophen wie Aristoteles, Archimedes und Hippokrates erkannten Dinge und Zusammenhänge, die noch nach über 2.500 Jahren als richtig anerkannt werden. Einige Griechen interessierten sich auch für Ereignisse, die sich vor ihrer eigenen Zeit ereignet hatten. So bereiste zum Beispiel Angeblich Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus andere Länder wie Ägypten und Mesopotamien, um mehr von deren Lebensweise und ihrer Geschichte herauszufinden. Man spricht von der sogenannten Geschichtsschreibung. Herodot wurde später von manchen Denkern mit dem Ehrentitel Vater der Geschichtsschreibung bezeichnet. Thukydides verfasste ungefähr zur gleichen Zeit als erster eine Schrift, bei der er sich bemühte, den verlauf der menschlichen geschichte möglichst objektiv und ohne vorurteile zu beschreiben man spricht hier von, hier von der objektiven geschichtsschreibung thukydides beschreibt zum beispiel in seinem werk der peloponnesische krieg die kriegerische auseinandersetzung zwischen seiner vaterstadt athen und sparta ohne eine der beiden seiten negativ zu kritisieren die griechen waren so sehr von ihrer kultur überzeugt dass sie Menschen, die nicht ihre Sprache beherrschten, als Barbaren bezeichneten. Die griechische Sprache galt im Altertum als Sprache der Gelehrten. Viele Fachbegriffe, wie zum Beispiel Achse, Alphabet, Arzt, Auto, Bibel, Biologie, Dialog, Komödie und Ozean, die in der heutigen deutschen Sprache verwendet werden, stammen aus dem griechischen. Wörter, die aus dem Griechischen in das Deutsche übernommen wurden, werden als sogenannte Krezismen bezeichnet. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema die Anfänge Roms und die Etrusker.